Hallo, ich möchte euch heute mal einen Offloader für Freifunk vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um ein PC Engines APU 2D 4 Board. Ist ein 64-Bit-Prozessor drin, ein Embedded-Gerät, 3x Gigabit LAN, 2x USB 3.0, serielle Schnittstelle, betrieben mit 12 Volt. Ich bin mit FastD im Freifunk bisher auf etwa 80 Mbit gekommen. Rein von der Prozessorleistung sollte eigentlich noch Luft nach oben sein. Warum ich bisher noch nicht mehr geschafft habe, weiß ich nicht. Diese Geräte gibt es in vier verschiedenen Gehäusefarben. Das hier ist jetzt schwarz, gibt Rot, Blau und Silber noch dazu. Wichtig zu wissen ist, dass das Gehäuse an der Unterseite als Kühlkörper dient. Und es gibt, glaube ich, im Zubehör auch noch 19 Zoll Gehäuse. Ja, ich denke, ich werde mal das Gerät aufschrauben und euch zeigen, was sich dort im Inneren befindet. Dafür haben wir vier Schrauben zu lösen. So, das Gehäuse besteht dann aus zwei Teilen. Den Deckel kann man problemlos abnehmen. Der ist für sich separat. Und dann kommt das Board zum Vorschein. Dieses Unterteil ist, wie gesagt, auch als Kühlkörper. Der Prozessor ist mit einer Wärmeleitpaste an das untere Gehäuseteil verbunden. Diese Boards sind relativ gut ausgestattet, insbesondere für den Preis. Also ich habe jetzt hier inklusive Versand 207 Euro bezahlt. Damit eingeschlossen ist bereits eine 16 GB SSD. Wir haben einen M.SATA-Slot und zwei M.PCI-Express-Slots. Wir haben einen kleinen Lautsprecher, die LAN-Ports, in diesem Fall sogar Intel LAN. Wichtig zu wissen, wenn man Gluon für Freifunk einsetzt, dieser hier wird als WAN-Port erkannt, während die anderen beiden als LAN-Ports erkannt werden. Alle drei sind allerdings im Betriebssystem als eigene Netzwerkinterfaces vorhanden. Also man kann auch ohne VLANs zu benutzen oder irgendwie einen Switch ansteuern zu müssen, einen auf LAN und einen auf Mesh und einen auf VPN setzen. Es ist eine Echtzeituhr mit Batteriepuffer vorhanden. Wir haben einen SATA-Anschluss noch zusätzlich. Und was auch selten ist, wir haben hier extra GPIO-Ports. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was diese Ports hier sind. Wir haben hier nochmal USB, einen 5-Volt-Anschluss für SATA und einen SD-Karten-Slot. Sehr interessant, ich hoffe, man kann das sehen, ist diese Stelle hier. Dort befindet sich ein Einschub für eine SIM-Karte. Man kann hier auch Mobilfunkmodems per PCIe nachrüsten und dann dort die SIM-Karte reinstecken. Es ist leider kein Modem direkt integriert. Es gibt auch WLAN-Karten, sowohl 2,4 als auch 5 GHz, die theoretisch mit Freifunk kompatibel sein sollten. Ich habe es allerdings noch nicht getestet. Dafür hat das Gehäuse zwei Löcher vorgesehen, über die man SMA-Anschlüsse ausführen kann, um dort eine Antenne anzuschließen. Es gibt auch noch eine Gehäuseform, bei der der Deckel ebenfalls auf beiden Seiten nochmal zwei zusätzliche Löcher hat, für den Fall, dass man eine WLAN-Karte mit ein paar mehr Antennen benutzt. Hier hinten haben wir noch drei LEDs und wichtig zu wissen ist, wir haben keinerlei Grafikschnittstelle. Es gibt kein VGA, kein HDMI und auch sonst nichts. Wer das System installieren möchte, sei es mit Gluon oder irgendeinem anderen Betriebssystem, ich habe schon zwei davon für mein Smart Home in Einsatz. Da habe ich einfach ein Debian drauf laufen. Es geht nur über die serielle Schnittstelle. Und
Man muss zum Beispiel bei dem Debian Image manuell im GRUB den Bootloader editieren, damit er im Command-Line-Modus bootet. Danach geht alles wunderbar, lässt sich direkt installieren. Wir haben hier einen 4-Kern 64-Bit-Prozessor von AMD, 4x1 GHz mit einigen Hardwarebeschleunigungen für verschiedene Kryptografie-Module und auch noch einen extra Co-Prozessor für Kryptografie. Der Co-Prozessor scheint allerdings nicht die Algorithmen zu nutzen, die bei FastD üblich sind. Also für Freifunk nicht wirklich relevant, der Co-Prozessor. Ich habe für uns in Pinneberg ein Image gebaut, bei dem grundsätzlich Kernelmodule vorhanden sind für den Co-Prozessor. Der OpenWrt-Support für dieses Board ist relativ gut. Also es gibt direkt Kernelmodule für eigentlich alles Wichtige. Man kann auch LEDs ansteuern, den Lautsprecher, Netzwerk und USB-Ports wird alles problemlos erkannt. Die Stromversorgung ist über 12 Volt und ich meine, ich hätte gelesen, dass der auf etwa 10 Watt Verbrauch kommt. Ist also noch relativ sparsam und ich finde das auch relativ kompakt. Also zum Vergleich, die anderen Offloader, die wir in Freifunk benutzen, sind ja meistens Futrus. Da hole ich mal kurz ein. Hier der direkte Größenvergleich. Ein Futro, der für Freifunk oft benutzt wird. Mit zweiter Netzwerkkarte auch drin. Der passt schon kaum ins Bild. Dagegen ist dieses Board fast nichts. Also deutlich platzsparender. Nun sind die Futros natürlich, wenn man sie gebraucht kriegt, deutlich günstiger als so ein 200 € APU-Board. Aber neu waren die hier auch deutlich teurer. Und die haben meines Erachtens nur einen Kern. Wenn man hier 4 Kerne hat. Von daher sehr zu empfehlen, nicht nur für Freifunk. Ich habe dort eine Open-Hub-Instanz für mein Smart Home drauflaufen und noch ein Board, wo ich für das Unify NVR-System den Videocontroller drauflaufen habe. Ich bin sehr zufrieden mit den Boards. Generell muss man ein bisschen darauf achten, es gibt sehr verschiedene Ausstattungsvarianten von diesen Boards. Das ist jetzt eine Variante mit 3 LAN-Ports. Es gibt auch eine Variante mit 4 LAN-Ports. Diese Variante hat einen SIM-Karten-Slot. Es gibt auch eine Variante mit 2 SIM-Karten-Slots. Das ist jetzt 4 GB ECC-RAM. Es gibt auch eine Variante mit 2 GB RAM, dann allerdings kein ECC mehr. Und ja, einige Händler, zum Beispiel, ich habe das in diesem Fall von NRG Systems gekauft. Dort wird das schon als Bundle direkt angeboten. Dort kann man sich den Prozess sparen, dass man dieses Mainboard ins Gehäuse packen muss mit Wärmeleitpaste, das ist schon vorbereitet. Und die SSD ist direkt im Lieferumfang enthalten. Die muss ich allerdings noch händisch einbauen. Die verkaufen auch einiges an weiterem Zubehör für dieses Board. Auch relativ interessant ist vielleicht, dass das BIOS, was hier drauf läuft, Open Source ist. Und es gibt hier auch eine UART-Schnittstelle zum Flashen und man kann auch Adapter zum Flashen für, ich weiß nicht, was das war, 5 oder 10 Euro, auf jeden Fall relativ günstig kaufen. Von daher, ich kann es nur empfehlen soweit. Nehmt es für Freifunk. Nehmt es für immer ihr sagt, ihr hättet gern die Flexibilität eines Raspberry Pis, aber ihr braucht mehr Rechenleistung. Oder halt, in meinem Fall beim Unify NVR war zum Beispiel, dass dies halt nicht auf ARM-System läuft, sondern ein x86 nötig war. Und das hier ist halt vollständig x86-kompatibel.
und läuft damit, na gut, schauen wir später zusammen, läuft halt auch mit NVR-System und sowas. Hier wären theoretisch Aussparungen für die LEDs. Hier verbirgt sich ein Taster dahinter. Ich weiß derzeit noch nicht, was dieser tut. Ich habe noch nie ausprobiert. Wird vermutlich auch davon abhängen, was für ein Image man drauf spielt. Bei Gluon könnte ich mir vorstellen, dass man damit tatsächlich in Config-Mode kommt. Ich habe zuletzt das 2019-1 Gluon drauf aufgespielt. Das wird wie gesagt als WAN-Port erkannt, wie als LAN. Und ansonsten hat alles sofort funktioniert. Ich musste nichts großartig manuell machen. Man kann das ganz normale 64-Bit-Image nehmen. Es läuft auch ohne irgendwelche besonderen Module einzubauen. Ich habe allerdings bei uns in Pinneberg in das 64-Bit-Image extra Kernel-Module eingebaut, um auch den Kryptografie-Coprozessor ansteuern zu können für USB-3-Support etc. Von daher kann man sich mit dem Gerät gut austoben. Ja, das war es eigentlich, was ich dazu sagen kann. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es, wenn ihr es bei YouTube guckt, in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr es auf unserer Freifunk-Webseite seht, könnt ihr auch gerne eine E-Mail schreiben. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich das Gerät im Freifunkumfeld umsetzt und den Foodtruck verdrängen wird. So, für alle, die es interessiert, habe ich hier noch ein bisschen Nahaufnahmen, dass ihr euch selbst einen Blick vom Bord machen könnt und auch die Bezeichnung lesen könnt, was da so draufsteht. Ansonsten im OpenWRT-Wiki findet ihr auch ein paar schöne Bilder. So, was an diesem schönen Offloader natürlich jetzt noch fehlt, ist ein vernünftiges Freifunk-Pinneberg-Branding. Dafür haben wir im Pinneberg diese schönen Aufkleber. Und da werde ich jetzt mal versuchen, ein zumindest halbwegs gerade aufzukleben. Ich finde, das sieht gut aus. Ja, für alle, die es interessiert, habe ich hier jetzt nochmal einen Blick in meinen kleinen, unaufgeräumten Serverraum für euch. Und zwar habe ich hier, wie schon angekündigt, die APU-Boards auch für andere Zwecke und auch in anderen Farben. Hier haben wir das Blau und darunter noch ein rotes. Dann kriege ich das ein bisschen heller. Ja. Schon ein bisschen eingestaubt, aber ich finde die Rot und Blau sieht beides deutlich hübscher aus als das Schwarze. Ich habe hier jetzt wieder einmal ein Unify NVR drauflaufen und OpenHub als Smart Home. Und das NVR packt die Videoaufnahmen einfach auf eine externe Festplatte. Und in beiden Fällen brauche ich jetzt nur einen LAN-Anschluss. Die anderen sind momentan
brachliegend. Die Installation von Debian war relativ einfach. Ich musste nur dem Bootloader eine Option übergeben, dass er im reinen Command-Line-Modus bootet. Danach ging alles wie gehabt.